Herzogin Meghan plus Prinz Harry stehen vor neuen Herausforderungen. Spätestens seit Mai 2018 stehen Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, als Paar gemeinsam im Rampenlicht. Hochzeit, Baby, Ausstieg aus den royalen Verpflichtungen, die Schlagzeilen über die Sussexes rissen bislang nicht ab. Gipfelten nach ihrem Umzug in die USA in diversen Interviews, einer Netflix-Doku und in pikanten Memoiren. Die mit Spitzen gegen die königliche Familie nicht sparten. Nun scheint alles gesagt. Doch was kommt nach dem in ihrer TV-Sendung angekündigten Schlussstrich unter die missliche royale Vergangenheit? Nun, Harry und Meghan müssen liefern. Die Sussexes stünden vor einer Herausforderung. Wenn es um ihre Zukunft im Spotlight gehe, findet Royal-Experte Jonathan Sassadotti im Gespräch mit dem Express. Er befürchtet, das öffentliche Interesse an dem Paar könnte nachlassen, wenn sie tatsächlich ernst machten und Plaudereien aus dem royalen Nähkästchen unterlassen würden. Sein Tipp an Harry und Meghan: Die beiden sollten an der richtigen Balance zwischen ihren Herzensprojekten und ihren kleinen Indiskretionen über das Königshaus feilen. Wie es in naher Zukunft mit den beiden erst einmal weitergehen wird, ist Sassadotti bereits klar: Ich denke, wir hatten den ersten Hinweis darauf, was sie in Zukunft tun werden, die Doku-Serie Life to Lead. Bereits im Dezember 2022 hatte Netflix einen Trailer zu dem Projekt veröffentlicht, das zum Jahreswechsel Premiere feierte. Außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten reflektieren ihr Vermächtnis und teilen Botschaften von Mut, Mitgefühl, Demut, Hoffnung und Großzügigkeit, kündigte der Streamingdienst den neuesten Sussex-Coup damals an. Inspiriert vom legendären Vermächtnis von Nelson Mandela hebt Life to Lead die grundlegenden Werte, täglichen Disziplinen und Leitprinzipien hervor, die Führungskräfte anwenden, um andere zu motivieren und sinnvolle Veränderungen herbeizuführen. Anführungszeichen. Sassadotti sieht in dem TV-Ereignis einen Wegweiser für die zukünftigen Vorhaben der Sussexes. Ich glaube, das ist der Hinweis. Sie wollen ihre Namen mit den Themen sozialer Wandel, soziales Handeln, Führungsqualitäten und Ähnlichem verbinden. Noch probieren sich Harry und Meghan in dem neuen Fach aus. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Erfolg war, aber es war ihr erster Versuch, oder vielleicht der zweite Versuch nach dem Archetypes-Podcast, so der Royal-Experte. Viele weitere Versuche werden den Royals nach Ansicht des Journalisten nicht bleiben. Ich vermute, dass sie feststellen werden, dass sie immer weniger Aufmerksamkeit und Publikum bekommen. Je weniger sie sich mit königlichem Klatsch und Seifenopern befassen und je mehr sie sich mit ihren anderen Anliegen beschäftigen. Anführungszeichen. Sein Rat: Harry und Meghan müssen ihren eingeschlagenen Weg geschickt fortführen und durch eine dezente Prise privater Offenbarungen kräftig nachwürzen. Die Herausforderung wird also darin bestehen, einen Weg zu finden, wie sie weiterhin gerade so viel königlichen Kram in ihre Projekte einbauen können, dass die Aufmerksamkeit erhalten bleibt, aber auch so wenig, dass sie nicht die ganze Zeit kleinlich und rachsüchtig wirken und es ihnen gelingt, über die Themen zu sprechen, die ihnen wichtig sind. Anführungszeichen. Ein schmaler Grat, der nach heutigem Stern für die Sussexes womöglich gefährliche Stolpersteine bereithalten könnte. Verwendete Quelle: Express.co.uk.